willkommen auf Susis Cooking Kanal. Heute gibt es eine richtig leckere bayerische Schweinerei, kann ich euch sagen. Und zwar hat mir das Rezept die liebe Claudia empfohlen und das möchte ich heute machen. Das ist also nicht auf meinem Mist gewachsen, auch nicht auf der Claudia eben Mist. Das Rezept ist von dem Blog monika-triebenbacher.de. Die Monika hat einen super, super schönen Foodblog. Da müsst ihr unbedingt mal drauf schauen mit so tollen Sachen. Also kannte ich bisher Schande über mein Haupt leider auch nicht. Die Monika war wohl auch schon 2015 bei Das große Backen dabei und bekannt für die salzig-süße Note. Und ich glaube es mir, diese kleinen Scheißer, wenn ihr macht, seid ihr der Hit auf jedem Geburtstag oder Silvester oder Weihnachten, egal wo. Wir brauchen da wirklich gar nicht viel dazu. Wir brauchen eine Packung Salzlettis. Das sind die kleinen Salzbrezels. Dann brauchen wir 60 Gramm Erdnussbutter. Ob mit Stücke oder ohne Stücke, ist ganz egal. 40 Gramm Butter, 100 Gramm Tuck-Kekse. Das sind die hier, auch die gesalzenen, ganz normal. Und für später brauchen wir 100 Gramm Schokolade. Und es steht im Rezept 20 Gramm Puderzucker, geht auch ohne. Also ich werde ihn weglassen. Und wenn ihr möchtet, noch grobes Salz. Also das sind so richtig so mit einem Haps in den Mund super vorzubereiten. Also ihr braucht dafür auch nicht zwingend einen Thermomix, absolut nicht. Aber ganz ehrlich, wenn man schon rammt, dann nehmen wir den auch her. Ich werde euch das Rezept auch nicht unten drunter schreiben. Ich werde euch den Blog von der Monika verlinken. Dann schaut da bitte selber. Ich werde mich nicht mit fremden Federn schmücken. Also ich finde es, ich bin kein Rezepteerfinder und ich werde dann auch immer dazu sagen, wo ich das Rezept her habe, weil ich werde jetzt nicht nur 20 Gramm von irgendwoher mehr nehmen und dann das als mein Rezept ausgeben, das ist ja Quatsch. Schaut bei der monika-triebenbacher.de vorbei, wie gesagt, unten verlinkt, da findet ihr bestimmt noch viele, viele andere schöne Sachen. Das ist wirklich kein Hexenwerk, also ihr müsst jetzt die Tuck zerkleinern. Wie ihr das macht, bleibt ganz euch überlassen. Ich schalte jetzt meinen Thermomix mal auf Stufe 5. Das waren jetzt 5 Sekunden auf der Stufe 5, aber wenn ihr da mit dem Nudelholz drüber rauscht, dann wird das bestimmt genauso gut klein. Und da kommt jetzt auch die Butter dazu. Ich habe weiche Butter, natürlich damit sich das gut verbinden kann. Und die Erdnussbutter, da ist es auch egal, ob Stücke drin sind oder nicht. Und das verrühren wir uns jetzt wieder, weil ich schalte mal auf Stufe 4 und schaue oben rein. Und wenn das dann ein schöner Batz ist, würden wir in Bayern sagen, wenn das dann schön zusammengekommen ist. So soll das dann aussehen, damit wir uns daraus jetzt Kugeln formen können. Fasst da ruhig einmal rein. Die Monika schreibt auf ihren Blog, wenn es nicht reicht, eventuell etwas Butter dazugeben. Ihr seht, so sollen die dann werden. Das passt aber. Oh, duftet das schon noch Erdnuss. Ich wasche mir jetzt natürlich schnell nochmal die Hände. Fülle mir das kurz um, damit wir dann schön die Kugeln formen können. So schaut die Masse jetzt aus. Also meine Masse war echt nur ein bisschen bröselig und hat sich schlecht formen lassen. Ich habe jetzt noch 10 Gramm Butter dazu und denke, so ist sie perfekt. Ich nehme mir wieder zu Hilfe meinen kleinen Eisportionierer, braucht ihr aber nicht. Und daraus mache ich mir jetzt so kleine Kügelchen, die bereite ich mir jetzt erst einmal vor. Also es ist schon ein bisschen eine Gebarze, sagen wir mal, die müssen wir schon ein bisschen zusammendrücken. Kann man nicht so leicht rollen wie eine Teigkugel. So schaut es dann aus und die lege ich jetzt erst einmal alles so auf meinen Teller und dann drücken wir es mit der Brezel zusammen. Meine Kugeln sind fertig, also mir ist jetzt gleich schon jemand eingefallen, der die
Brezeln am besten nicht nachmachen soll, das ist der liebe Rainer von Meine verrückte Welt, weil es ist schon gebarzt um die Finger. Also wer das nicht mag, wer das nicht leiden kann, wenn seine Hände pickig sind, für den ist das eher nichts oder er sollte vielleicht lieber Handschuhe anziehen. So viel habe ich jetzt rausgebracht, ich habe es gar nicht durchgezählt, ehrlich gesagt. Und jetzt nehmen wir uns eine Brezel, eine Kugel und die andere Brezel oben drauf. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Genau. So wird die drauf gedrückt. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. An meinem Pulli sieht man es besser. Und wenn die zusammengedrückt sind, kommen die erstmal für eine Zeit im Kühlschrank. Eine Salzbrezel. Ich habe auch den Eisportionierer weg. Ich habe das dann wirklich nur noch mit den Fingern gemacht, weil es einfacher ist. Und wenn die jetzt nämlich dann kalt werden, dann haften die Brezeln auch besser da dran. Und das mache ich jetzt mal mit allen und sage euch auch am Schluss, wie viel ich jetzt dann noch gehabt habe im Endeffekt. Meine Kugeln sind jetzt alle in die Brezeln gedrückt. 29 Stück habe ich. Und die sollen wir jetzt für eine Stunde kühl stellen. Wenn die Stunde dann vorbei ist, dann schmelzt ihr euch Kuvertüre, so wie ihr das immer macht. Im Wasserbad, in der Mikrowelle, im Thermomix, ganz wie ihr das möchtet. Und dann machen wir die kleinen Scheißer zusammen fertig. Die bayerischen Brezelpralinen sind jetzt eine Stunde im Kühlschrank gewesen. Und ich habe mir jetzt Kuvertüre im Thermomix 3 Minuten bei 45 Grad geschmolzen, einen kleinen Klecks vom Kokosöl habe ich dazu, einfach damit die Schokolade ein bisschen geschmeidiger wird. Und jetzt habe ich mir so ein kleines Schnapsgläschen hier hergerichtet, wo ich die geschmolzene Kuvertüre hineingebe. Und unsere abgekühlten Brezelpralinen einfach bis zur Hälfte darin eintauche. Etwas abtropfen lassen und auf ein Backpapier setzen, damit die Schokolade trocknen kann. Und das mache ich jetzt mal mit allen Brezeln. Die bayerischen Brezelpralinen von der Monika Triebenbach sind fertig. Und ich finde, sie schauen schön aus. Echt schön. Ich habe oben noch ein bisschen so mittelgrobes Salz über die Schokolade drüber geschreut, solange sie jetzt noch feucht ist. Und ja, so dürfen die jetzt abkühlen und dann vernascht werden. Teilweise wollten mir die oberen Brezeln nicht halten, aber beim Tauchen dann durch die Schokolade verbindet sich das dann schon, also es geht schon. Es ist ein bisschen ein Gefummel, aber ich glaube schon, wenn man das so anschaut, dass sich das absolut rentiert. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bei der Claudia bedanke ich mich für die Inspiration und bei der Monika Monika Triebenbacher, bedanke ich mich fürs Rezept. Schaut gerne auf ihren Blog vorbei, der unten im der Infobox verlinkt ist. Ich sage Servus und Pfiat euch. Bis bald.